Bei der Fußball-EM hat es halb Europa mitbekommen. Das deutsche Bahnnetz streckenweise vor dem Kollaps. Wie unter einem Brennglas habe man gesehen, wie schlecht es um die Deutsche Bahn steht, räumt Konzernchef Lutz heute bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz ein. Und die fällt erneut schlecht aus. Die Bahn machte einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro. Die Zahl der Fernreisenden sank deutlich auf 64,2 Millionen. Und die Pünktlichkeit bei den Fernzügen brach auf 62,7% ein. Der Hauptgrund für die Unpünktlichkeit? Das marode Schienennetz. Außerdem kämpfte die Bahn mit den Folgen der schweren Unwetter in Bayern. Das Unternehmen will nun gegensteuern. Das gelingt nur, indem man den eigentlichen Grund, nämlich eine marode Infrastruktur, die über Jahre und Jahrzehnte unterfinanziert war, die zu alt, zu störanfällig ist und an vielen Stellen halt jenseits ihrer Belastungsgrenze, dass wir die von Grund auf sanieren. Das kostet Milliarden. Einen großen Teil davon soll der Bund als Eigentümerin der Bahn zahlen. So ist es von der Bundesregierung im neuen Haushalt vorgesehen. 41 besonders belastete Streckenabschnitte sollen komplett erneuert werden. Ein guter Plan, sagen Experten. Eine andere Baustelle, die Verwaltung der Bahn, sei überdimensioniert und viel zu träge. Man hat Strukturen, dass niemand mehr Entscheidungen trifft und jeder also immer nur sieht, dass er nicht verantwortlich ist für irgendetwas. Und also diese gesamten Reformen werden Jahr um Jahr verschoben. Die Bahn will nun an die Verwaltung ran. Dafür will sie vor allem hier Stellen streichen. Insgesamt 30.000 in den nächsten 5 Jahren im ganzen Konzern. Wir sind ein Stück weit auch darauf angewiesen, um den Betrieb weiter am Laufen zu halten, dass wir mit weniger Menschen eben mehr Verkehr auf der Schiene organisieren. Das will die Bahn mit mehr Automatisierung und Digitalisierung schaffen. Doch ob das gelingen kann, ist fraglich.